Liebe Trierbies, schaut euch dieses herrliche Wetter an. Wunderbar. Ganz wunderbar. Da bietet sich heute an, bei solchem Wetter die drei R's durchzuführen. Reflexion, Resümee und Raclette. Also, ganz kurz, mal einen Strich drunter ziehen, was habe ich bis jetzt geschafft von dem, was ich machen wollte. So habe ich angefangen und das hier ist übrig. Ja, das Schlimme ist, am Leipziger Triathlon kann ich dieser nicht teilnehmen. Leipzig, Triathlon-Anmeldung. Ausgebucht. Ausgebucht? Ausgebucht! Der ist also auch ausgebucht und da kann ich also nicht dran teilnehmen. Deswegen mache ich ja aber dafür... Wo ist denn der Edding? Müritz-Triathlon. Ja, also dafür mache ich halt den Müritz-Triathlon, wie gesagt. Marathon. Der Warschauer Marathon ist noch nicht ausgebucht, aber ich habe mich noch nicht angemeldet. Ist noch nicht ganz klar, ob ich den jetzt mache oder doch einen anderen. Beziehungsweise, wenn ihr Tipps habt für einen guten Marathon, flach natürlich, nicht so riesig, schöne Landschaft, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Die Ironman-Entscheidung. Auch da habe ich schon Fortschritte gemacht. Ich weiß wirklich noch nicht genau, also ich habe mich noch nicht ganz dazu durchgerungen, mich zu entscheiden. Und eventuell kann ich das nächstes Jahr machen. Ein entscheidender Faktor fehlt noch. Also mal sehen, was ich da, wenn das jetzt alles so, ob ich denn jetzt wirklich dann... Noch kurz einen Blick zurück, das können wir ganz kurz machen. Also natürlich stark zusammengefasst jetzt, aber das sind so die großen privaten und sportlichen Ereignisse gewesen. Vielleicht auch noch einen Blick nach vorn, was ist jetzt hier bei Triabi los, wie geht es hier weiter? Also ich habe noch Unmengen an Ideen, leider wenig Zeit. Ich hoffe, ich kann das alles irgendwie noch ein bisschen umsetzen demnächst. Auf jeden Fall gibt es einen Rennbericht vom Müritz Triathlon. Ein Rennbericht von meinem Marathon, wenn ich einen mache. Also ich mache wahrscheinlich einen. Also ich werde einen machen. Also gibt es auch einen Rennbericht. Dann natürlich die Entscheidung, ob ich jetzt eine Langdistanz mache nächstes Jahr. Dann gibt es noch einen... Ah, habe ich ganz vergessen. Einen Alpencross, also eine Alpenüberquerung mit dem Rennrad. Noch mit drei Kompagnons. Im September wird das. Auch zum Stilfser Joch geht es da hoch. Das wird alles genial. Ich sehe das alles, also das wird alles super. Außerdem habe ich noch geplant, euch zu zeigen, wie ihr euch für euer Rennrad ein Schutzblech selber bauen könnt. Und so weiter und so fort. Ich will jetzt hier nicht alles verraten. Also am besten abonnieren, dranbleiben, mitmachen, Spaß haben. Triabi, Triabi, Triabi. Ich muss es weg. Ihr bestimmt auch. Also dann, macht's gut. Tschüss.